Hallo, Freunde! Ärzte! Da wird applaudiert! Ich schaue jetzt ein bisschen weiter nach vorne, dann brauche ich nicht so schreien. Ja, wir haben heute wieder den 12. Dezember. Das Sonntag, das heißt Demonstrationstag gegen den Corona-Faschismus. Es geht ja wie gewohnt 14 Uhr los, da marschieren wir, spazieren wir in unserem Protestmarsch durch die Stadt. Heute ging es wieder ein bisschen früher los. Wie ihr seht, es wurde schon um 12 Uhr heute wurden Reden abgehalten. Das sind die freiheitlichen Jugendlichen. Ja, mich speziell interessiert aber nur der Protestmarsch. Die Reden nehme ich heute nicht auf, denn ich habe es euch gerade eben gesagt, warum. Und ja, wenn wir noch losmarschieren, dann schalte ich euch wieder zu. Auf alle Fälle sind wieder massig viele Leute da. Christkindlmarkt hat heute wieder offen. War ja wochenlang zu. Aber mehr Leute sind heute auf der Demonstration wie am Christkindlmarkt. Aber okay. Wir schauen uns heute möglichst, wie es geht, alles an. Und bis dann. Oder aus eigener Initiative oder wie auch immer ihr heute hier seid, löst euch nicht spalten, macht es da nicht mit, steht füreinander ein. Wir haben alle miteinander ein riesengroßes, wichtiges, gemeinsames Ziel. Und das ist unsere Freiheit. Und da sein und kurz zuhören können. Ja, lieber Frank, der Platz wird zu bleiben. Werde ich jetzt dann unseren Demomarsch offiziell beginnen, beziehungsweise offiziell starten. Ich würde sagen, wir warten noch circa 5 Minuten und dann geben wir das Signal zum Losgehen. Richtet euch ein bisschen zusammen, wir warten noch, bis alle da sind. Seid laut, bestimmend, aber bleibt friedlich. Vielen Dank, Salzburg. So, die Veranstaltung, die Kundgebung für die Freiheit ist somit offiziell beendet. Viel Erfolg beim friedlichen Spaziergang. Danke. Kanzler wieder sagen, das sind die jungen instrumentalisierten Rechtsextremen. Ne? Ja, mit der roten Farbe, das ja, schaut genau. Da ganz bedrohlich aus. Ja.
Straßenpläne zu sehen. So eine unverbesserliche Frau, die glaubt, dass man den Tod ausrotten kann. Das ist das geistige Kind der Idiokraten.
Wahnsinn! Stopp den Wahnsinn! Stopp den Wahnsinn! Stopp den Wahnsinn! Besonders der Polizei am Häuschen, unsere Brüder und Schwestern! Stopp den Wahnsinn!